Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sonne und Leben. Heute sind wir in der Dauphinstraße in Linz bei der Andrea zu Besuch. Hallo Andrea. Hallo. Und ich würde jetzt von der Andrea gerne wissen, was macht denn ein Studio von heute aus und was erwartet sich ein Kunde von einem Solariumbesuch und wer soll eigentlich ins Solarium gehen? Also ganz wichtig ist die Kundenbindung, dass die einfach vorhanden ist, die Beratung, dass sie ehrlich ist und aufklärend, dass die Geräte immer gewartet werden, dass Sicherheit und Sauberkeit auch an erster Stelle stehen und dann ist eigentlich einem Wellnessurlaub nichts im Weg. Wie haben sich denn die Geräte, die Solarien an sich jetzt da von vor 20 Jahren bis heute entwickelt? Was hat sich da verändert? Da damals vor 20 Jahren ist halt mehr Wert drauf gelegt worden, dass man eine intensive, schnelle Bräune hat und dieser Trend ist irgendwann einmal weggekommen. Natürlich auch braun, aber eher auf natürlicher Basis, dass es gleichmäßiger ist, dass auch der Wellness-Faktor nicht ausbleibt, dass ein bisschen Pflege vielleicht dabei ist und auch die Wärme an sich, gerade jetzt, wo es so Winter ist und so grau und grimmig, die Leute kommen einfach gerne, wärmen sich die Gelenke auf und die Muskulatur und natürlich ist es auch für die Sportler ein wichtiges Thema, dass die Muskulatur auch gelockert wird. Man fühlt sich einfach fantastisch. Gerade in Österreich gibt es ja sehr viele Regulierungen, auch im Thema Solarium. Sind die Geräte jetzt da sicher? Kann man sich da wohlfühlen, ganz entspannen? Hier ist wirklich gute Laune-Faktor vorprogrammiert. Die Geräte sind sicher und natürlich werden sie auch immer gewartet. Das heißt, auch die Röhren sind immer am neuesten Stand. Darauf legen wir großen Wert. Somit bitte Augen schließen und entspannen. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt verschiedene neue Geräte auch in eurem Studio und so Wörter wie Kollagenlichtgeräte und Rotlichtgeräte hört man jetzt immer wieder mehr. Was ist da die Besonderheit? Die Besonderheit ist, dass es eben die neue Ära, die angetreten ist an Solarien, dass nicht nur eine schöne Bräune passiert, sondern auch das Pflegefaktor ganz hoch geschrieben wird. Kollagenlichtröhren und Rotlichtröhren sind einfach ein zusätzlicher Aspekt, den wir hier haben. Durchblutungsfördernd, entspannend und Kollagenhaushalt in der Haut wird angeregt. Das heißt, dass die Haut auch was tut dabei. Und natürlich im Nachhinein spürt man das dann auch. Die Haut ist weich, geschmeidig und der Ton ist ebenmäßig. Kann man also sagen, Licht statt Botox und hat es euch einen Anti-Aging-Effekt? Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass man das auch dann schon spürt, könnte man es auch nach einiger Zeit sehen. Die Haut wird entspannter, ein prallerer Effekt, ein ebenmäßiger Ton, verfeinert die Poren, mindert sogar Rötungen, tut gut und tut wohl. Und das ist genau das Richtige, was wir hier wollen. Das heißt, ein modernes Studio von heute, da legst du sehr großen Wert auf Wohlfühlen, auf Entspannen, auf Wellness. Sehe ich das richtig? Genauso ist es. Einfach reinkommen, Augen schließen, reinlegen und genießen. Das klingt alles sehr gut. Ich lege mir jetzt auch 20 Minuten auf die Bank und entspanne mich ein bisschen. Bis zum nächsten Mal bei Sonne und Leben.